unseren Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen. Vöglein sanken Lieder, bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen. Thüringer Wald, nur nach dir. Ja, einen schönen guten Tag bei einem neuen Video auf unserem Kanal Lebensart. Wie ihr seht, heute mal nicht alleine, sondern seht ihr alle? Ja, alle dabei, die man aus anderen Videos kennt vom Kanal. Hier haben wir einmal den Philipp, wer ihn nicht kennt. Mit dem halt den Rheinsteig. Rheinsteig, hieß das Ding? Rheinsteig? Rheinsteig, ja. Rheinsteig, nicht Rennsteig, sondern Rheinsteig. Rheinsteig. Der ist nämlich am Rhein. Hinter mir Barney und Digi noch zu sehen. Auch da hatten wir ein paar Videos, aber da werden wir nachher nochmal zu eingehen. Wir haben heute vor, eine kleine Winterwanderung zu machen im Thüringer Wald. Inklusive Lagerbau und eine kleine Übernachtung bei ca. minus 15 Grad, habe ich gelesen. Ja, Tagtemperatur. Tagtemperatur, genau. Nachts ist dann Sibirien. Ja, wir werden mal gucken, was uns hier erwartet. Wir werden uns ein schönes Feuerchen machen. Und dann werden wir... Au! Das war knapp. Fast weg erschlagen worden, Video vorbei. Ja, fast weg vom Eisklotz erschlagen worden. Also ist schon sportliches Wetter heute. Gut, viel Spaß euch beim Video und bis dann. Philipp hat den dynamischsten Rucksack. Klein, kompakt. Das ist jahrhundertelange Buschkrafterfahrung. Ja. Oder einfach mangelndes Kapital. Na, fit? Ja, wir müssen den Beutel. Ja. Wir haben so 12 Kilo Lebensmittel gefüllt bei. Müssen wir wohl mal demnächst umdisponieren. Ja, es ist sehr umständlich. So, wie sieht es denn bei Dominik hinten aus? Schneeschaufel. Carinthia-Schlafsack, Sabotta, Isomatte und eine gusseiserne Pfanne von 12 Kilo, die da unten noch hängt. Ja, das ist leicht, das ist dann ja. Dann gucken wir mal bei Barney, wie da aussieht hinten. Wo hinten? Das siehst du nicht, hat er was. Er hat nämlich sein Zelt da hinten drin. Ne, wir hatten ja im Livestream schon vorgestellt, der schwerste Schlafsack, den ich gesehen habe in meinem Leben, für Elefanten. 3,4 Kilo. Und diesen wunderbaren Lebensart-Crepe-Patch. Können wir hier? Wir kennen die Begriffserläuterung von Badon noch aus den Videos, wer es noch nicht gesehen hat. Anschauen. Anschauen. Lustige Videos auf jeden Fall gewesen. Und da war es richtig warm. Da war es ganz im Gegenteil von heute. Ja. Da waren es nicht minus 15 Grad, sondern plus 35, glaube ich. Dann stelle ich mir so vor, wenn ich Barney so am Klettersteig sehe mit diesem Gepäck. Mit Barney müssen wir mal einen Klettersteig machen. Einen kleinen. Aber dafür ist der Schlafsack warm. Begeistert und nass. Und na, guck mal. Ja, herrlich. War nicht schon bis zum Kopf weg? So, unser Plan ist jetzt erstmal ein paar Kilometer hier zu machen und dann suchen wir uns ein Lager. Ja, Lagerplatzsuche bei dem Wetter gestaltet sich manchmal natürlich recht schwierig, weil man kann natürlich nicht direkt am Weg irgendwo pennen, sein Lager aufschlagen. Man muss natürlich ein bisschen rein und ja, wenn man in den Wald reingeht, ist natürlich nicht so die Wege so frei. Wir sind jetzt hier direkt auf dem Rennsteig, hier geht es noch halbwegs mit den Wegen, aber es wird auf jeden Fall zur Lagersuche, da wir doch recht viel Schnee haben, echt interessant werden. Barney, wie geht's dir? Ich kann nicht sprechen. Nee, mir geht's gut, super schön. Im Bad oder ganz schön nass? Ja. Schön. Rotes Dach, feuchter Keller. Sag ich schon mal. Dominik? Alles fit? Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
So, ja, wir haben jetzt knapp 6 Kilometer. Ein bisschen müssen wir noch. Und dann sehe ich schon so eine schöne Lichtung, wenn wir uns suchen hier. Können wir erstmal 12 Kilo Schnee pro Quadrat wieder wegschippen und dann. Oh je. Und unsere 40 Kilo Rucksäcke absetzen. Ja, wenn wir erstmal die 4 Kilo Steaks weggegessen haben, dann ist es ja morgen nur so halb so schwer. Ja. Tja. Und was hast du zu essen bei? Gar nichts. Wir essen nur Schnee als Vegetarier. Schnee mit Schnee. So ein Kinderberg willst du laufen? Nee, nicht mal auch mal richtige Berge. Ja, wollte gerade sagen. Ja. Barney? Schon ein geiler Stock. Ja? Der Stock. Guck mal, was er gebastelt hat hier. Wie ist deine Verfassung? Du magst Höhenmeter, oder? Ich bin jetzt so, sag mal, 98% Batterie leer. Also 2% hast du erst. 2% habe ich erst. Dominik? Ja? Wie geht's dir? Ja, geht. Guck mal, jetzt hat er eine Trinkflasche vorne. Ja. Nicht schlecht. Komm mal jetzt ran, ich komm hinten nie ran, ich muss erst mal Pause machen. Soll ich dir deine Flasche raus? Gleich, wir kommen gleich beim großen Bärberg an, da können wir kurz Rast machen. Ja, sieht ja nicht so voll aus, der Rucksack, aber ja. Trotzdem wiegt der noch. Der ist gut schwer heute. Ich merk's auch. Ja, man, tatsächlich. Wenn man in so gusseiserne Pfanne und so Scheiß einfach 3 Kilo hat. Ja, das ist auch. Aber morgen wird es ja leichter sein, wenn wir alles weggegessen haben. Genau, die Pfanne lasse ich einfach im Wald. Also unsere Maßgabe war ja gar nicht so viel heute zu laufen, sondern uns einen schönen Lagerplatz zu suchen und schön was essen zu machen. Ja, aber irgendwie laufen wir nur, oder? Ja, ich gucke jetzt gleich mal auf der Karte, wenn wir oben beim großen Bärberg sind. Ja, wir haben jetzt die ersten 35 Kilometer in 2 Stunden gemacht. Barney ist ja fit, wie man sieht. Deine positive Art, oder die ist auch sehr überraschend. Ja, ja, also positiv. Ja, Souvenirjäger. Lowlight, soll ich mal Deckel abmachen, ne? Ja, das ist immer gut. Wenn ein professioneller Fotograf ist, muss man auf den Deckel abmachen. Ja, der höchste Punkt des Rennsteigs. In irgendeinem Video hatte ich ihn schon mal gehabt. Ah, ist schon eine schöne Winterlandschaft. Hey Seppe. Hey. Wie geht's denn dir eigentlich so? Mir geht's super. Ja, ist halt, wenn man täglich Sport macht, 12 Stunden, ist man halt fit wie Sau. Ja, deswegen frage ich ja, wie es dir geht. Ja. Und das Schöne ist ja immer, ich gehe nie mit Leuten, die fitter sind als ich, wandern. Dann sieht man nämlich nicht wie der letzte Trottel aus. Nein, Quatsch. Ich gehe mit Leuten wandern, die ich mag. Ah, so, jetzt müssten wir gleich am Aussichtspunkt sein. Dann werden wir uns per Karte mal neu orientieren. Und dann geht's weiter. Karte und Kompass. Ja, dann werden wir mal sehen, dass wir uns irgendwann denn querfeld einschlagen. Wenn ich sehe, wie hoch der Schnee überall ist, abseits der Wege, wird es auf jeden Fall spaßig. Ja. So, hier müssen wir jetzt links hoch gleich, da kommt der Turm. Ja, ich war schon oben, ich muss immer hoch. Ah. Ja. Oh, da war was nicht hier. Wo wolltet ihr mit dem? Oh, war doch gut. Ich hab die Kamera nicht schnell noch an, ja. Noch mal hoch. Nachstellen. Ja, schön. Jetzt bin ich nass. Wieder nur noch bergab, hab ich doch gesagt. Barney hat nochmal Fotos geschossen. Ja, ja, klar. Sehr wichtig.
nicht. Guten Tag. Hallo. Ja, wir gucken, ob wir irgendwie so ein bisschen Totholz sind. So ein, zwei Bäume wären halt schön, die wir flach machen. So, wir sind jetzt auf dem Schneekopf. Barney, Diggi, habt ihr Spaß? Boah. Wir sind gleich ganz oben. Übel. Leicht windig. Bergheil. Hallo? Die höchste Spitze Thüringens. Barney? Super. Dein erstes hochalpines Abenteuer. Ja, hier ist schon Wind, wa? Ich würde sagen, wir bauen Lager hier auf. Ja, hier ist geil. Ja, sind wir oben. Dann werden wir mal wieder runtergehen. Und jetzt mal zum Pennen suchen. Ja, Schneekopf erreicht. Höchster Punkt und noch ungefähr die Hälfte von unserer Wanderstrecke. Ja, schon zügig hier oben. Sportlich. Man sieht gar nichts. Irgendwo da hinten sind noch Barney und Philipp. Übel. Ich sehe gar nichts mehr. Erinnert mich an die Wanderung vor einem Jahr hier hoch. Also, Weg konnte ich nicht nennen, aber es geht runter. Soll ich irgendwo runter hin? Ich wandle ja so gerne, aber Mensch steigt durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig beschert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tal, lass jeder gerne hören. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, hab ich verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Durch Buchen, Fichten, Tannen, so schreit ich in den Tag. Begegne vielen Freunden, sie sind von meinen Schlag. Ich lode lustig.
Tal, das Echo bringt zurück. Für den Rennsteig gibt's ja nur einmal und nur ein Wanderglück. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, hab ich verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. An silberklaren Bächen sich manches Kühlrad dreht. Da rast ich, wenn die Sonne so glutrot untergeht. Ich bleib, solange es mir gefällt, und ruf es allen zu. Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da find ich meine Ruhe. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald und Thüringer Wald, Thüringer Wald nur nach dir. So, Wanderung erstmal für heute erledigt. Bahn ist auch erledigt, wie er aussieht. Wir haben jetzt einen schönen Platz, ja, halbwegs schönen Platz gefunden. Relativ hoher Schnee, wir müssen jetzt mal ein bisschen Platz machen hier auf jeden Fall. Und dann werden wir hier das Lager aufbauen. Hier kommen aber eben auch der übelste Eisklumpen runter, gell? Ja, du sagst ja überall, ne? Ja. Wir dann hier so. Hier so vielleicht vorher. Ach gut, ja. Dann können wir hier abspannen. Also hier können wir innen abspannen auf jeden Fall. Dann können wir hier innen, ich weiß nicht wie viel Paracord, aber wir haben eigentlich, ich habe auch recht viel Paracord bei. Dass wir hier einspannen. Also wir können ja erstmal die Leinen spannen und dann hier kann man einspannen. Also wir sind ja hier recht gut im Terrain. Eigentlich müsste ich noch Paracord haben. Aber macht ihr ruhig so, genau so muss ich. Ja, ja, wir machen noch so einen kleinen Ball. Ja, genau, eine Art Ball. Ja, Plan ist jetzt hier erstmal eine Art Feuerstelle erstmal einzurichten und dann rings um die Feuerstelle unsere Tarps abzuspannen und unsere Unterkünfte zu bauen. Dias waren jetzt fleißig hier als Schwede, als Halbschwede am Buddeln, das kennt er ja. Ja, man muss natürlich gucken, ist schon grenzwertig hier, immer wenn man einen Lagerplatz sucht, dass man möglichst wenig von oben hat. Deswegen haben wir jetzt hier so ein bisschen gewählt, dass man nicht direkt unter den Eisklotzen hier ist und die Feuerstelle so halbwegs frei nach oben geht, dass man nicht das Feuer dann vom Eissturm von oben erledigt hat. Deswegen gucken wir jetzt, dass wir das hier so ein bisschen als Feuerstelle haben. So ist das Feuer auch nicht so sichtbar und geschützt. Thank you.
Wir sind jetzt im improvisierten Lager, wurden beim Aufbau und beim Holzsammeln von einem immensen Regen, man hört es immer nur einknallen, immensen Regen eingeholt. Das regnet jetzt seit knapp anderthalb Stunden durch, unsere Klamotten sind komplett durch und Problem, es kommen riesige Eisblöcke mittlerweile auch von den Bäumen, was so ohne Regen eigentlich nicht passiert wäre. Die Schlafsäcke sind durch, die Isomatten sind durch, wir haben jetzt ein Tarp hier von mir noch, was halbwegs
trocken ist, wo jetzt gerade alle drunter sind, machen wir uns jetzt erstmal einen warmen Tee, weil es ist auch nicht mehr möglich, hier ein Feuer zu machen. Wir haben es gerade angefangen, das Feuer zu machen, hat auch gerade gebrannt. Und da kam halt diese Regenfront scheinbar. Und gerade geguckt, der Regen, der jetzt eher angekommen ist, der scheint noch mehrere Stunden zu bleiben, wahrscheinlich über Nacht. Problem an der Sache ist, bis jetzt hatten wir so um die 0 Grad gehabt. In der Nacht werden es Minusgrade werden. Und das Problem bei der ganzen Sache ist einfach, dass unsere Klamotten anfangen werden zu gefrieren, die Schlafsäcke werden anfangen zu gefrieren. Und daher haben wir uns jetzt entschieden, das Ding hier an der Stelle abzubrechen. Wir haben es noch nicht so spät, werden jetzt uns probieren, mit den Sachen, die wir haben, zu einer Schutzhütte durchzuschlagen, die wir gerade auf der Karte entdeckt haben. Und müssen uns eingestehen, hier ist jetzt erstmal Schluss an der Sache. Aber eine ganz wichtige Sache ist, wenn ihr jetzt in einer Survival-Situation sein würdet und nirgendwo hin könntet, würde man das Ganze jetzt so angehen, dass man, wenn man zu viert ist, alle Tabs zusammenschmeißt, guckt, dass man möglichst viel Wärme reinbekommt. Das ist eine ganz wichtige Sache unter diese Tabs, dass man sich hermetisch abschottet und probiert, die Nacht einfach zu überstehen, wenn man jetzt hier um 2 Uhr nachts als Beispiel wäre. Wir haben aber Glück, dass wir in dieser Survival-Situation nicht sind und sind Gott sei Dank erwachsen genug, um auch zu sagen, hier ist Schluss an der Stelle. Das haben wir auch alle gemeinsam miteinander besprochen und alle sind eindeutiger Meinung, dass wir das jetzt hier an der Stelle abbrechen. Ist leider so. Ich werde mich gleich nochmal zurückmelden, wenn wir irgendwie im Trockenen angekommen sind. Was sagst du dazu? Du hast ja nun auch viel alpine Erfahrung, also hast ja mit Schnee auch viel am Hut gehabt. Ja, Schnee ist nicht das Problem ist halt der Regen. Ne? Also mit Schnee kann man ja umgehen, aber wir sind komplett durchnässt. Man muss sich das eingestehen, dann muss man sein Ego zu Hause lassen, ganz einfach. Ja? Wir würden zwar jetzt den Abend noch überstehen, wir würden uns auch in die Schlafsäcke zurückkriechen können, aber ja, dann sind wir morgen früh. Haben wir dann gefrorene Klamotten oder nasse Klamotten im Schlafsack, also wir werden auf jeden Fall keine angenehme Nacht haben und wir müssen uns ja nicht drauf anlegen, wir wollten ein schönes Abenteuer haben. Abenteuer haben wir auf jeden Fall gerade. Abenteuer haben wir, mehr Abenteuer als wir eigentlich wollten. Barney, dein erstes Winterabenteuer mit uns? Mit euch, ja. Und wahrscheinlich auch mein letztes. Du hast Spaß, oder? Ich habe richtig Spaß, ja. Lederhandschuhe durch, Jacke durch, alles durch, Hose durch, kalt. Hab zum Glück noch nicht so viel ausgepackt, trotzdem müssen wir ja natürlich alle uns unterstützen und abpacken und wieder abbauen. Und dann gucken, dass wir so weit wie möglich wieder gut ankommen, ja. Und trocken vor allem irgendwo vielleicht erstmal Schutz finden. Der Dominik baut schon ab. Ja. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einen Tab stehen lassen, nach und nach den anderen Kram abbauen. Ja, und dann gehen wir los. Und das geht jetzt nicht, also wir haben jetzt hier, das Ding lassen wir erstmal stehen. Denn erstmal ein Tee, ganz wichtig, zum Aufwärmen, dass von innen erstmal wieder Wärme in den Körper kommt. Wir sind noch herwärts über 3 Stunden gelaufen. Ja, wir stehen hier Pausen. Es hört einfach nicht auf mit Regnen hier, ey. Barney schon geflüchtet. Man sieht schon gar nichts mehr hier. Ja, wir sind jetzt zurück in der Wohnung nach dem super Erlebnis, was wir hatten. Also tatsächlich war es so gewesen, dass wir, denke ich, auch berechtigt und vernünftigerweise abgebrochen haben, die ganze Sache. Denn wir haben von jemandem von der Bergwacht erfahren, hier aus der Region, wo wir sind, dass die Bergwacht auf jeden Fall in Alarmbereitschaft gestellt wurde, weil Unwetterwarnungen jetzt denn waren. Hat man im Vorfeld leider nicht gesehen. Also tatsächlich ist es so, dass im Thüringer Wald sowas halt relativ schnell umschlagen kann. Und daher war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ansonsten... War auf jeden Fall sehr interessant, war anstrengend. Bis zum Lagerplatz absolut spaßig. Trotzdem anstrengend, aber schön. Und dann mit dem Eisregen war natürlich die Suppe total versalzen. Durchgeregnet, 4 Stunden Dauerregen. Ich bin froh, dass wir wieder zu Hause sind. Wirklich, mir tut alles weh. Also tatsächlich war es so gewesen, dass wirklich durch den Regen, der Schnee, der sonst auf den Bäumen lag, der wäre so gar nicht runtergekommen oder war maximal Pulverschnee. Und durch den Regen ist es einfach pures Eis geworden, war. Also war schon echt gefährlich. Ja, auf den Tab ist ja ständig irgendwas runtergeflogen und dachte, irgendwann kommt die Scheiße durch. Naja, also wie gesagt, der Wind, der jetzt so draußen ist, ist schon echt sportlich. Ja, ansonsten war eigentlich geplant, dass wir dieses schöne Rindfleisch und Schweinefleisch was warten. Ja, in der Pfanne übers Feuer machen, aber hat nicht so geklappt. Ansonsten, Dominik, wie war dein Tag? Ja, wie gesagt, war recht lustig und es war auch dann stürmisch zeitweise, oben auf dem höchsten Punkt, wo wir waren.
da war es ja dann, da ging es ja richtig zur Sache, gell? Mit Wind und Wetter. Ja, dass natürlich das alles so umschlägt, konnte ja keiner ahnen. Aber ansonsten hat es uns allen Spaß gemacht, wir haben viel gelacht. Zum Schluss haben wir uns dann noch gequält, bis wir dann wieder zu Hause waren. Aber ansonsten war lustig. Wieder, kann man wiederholen. Ja, morgen am besten. Das wiederholen wir schön im Sommer. Leicht weg. Ja, ansonsten trocknet jetzt hier alles vor sich hin. Die ganzen Klamotten überall aufgehangen, alles erstmal aus den Rucksäcken raus. Ich muss sagen, ich hatte echt Glück gehabt. Ich hatte meinen Schlafsack nicht ausgeräumt. Ich lasse den meistens immer tatsächlich im Rucksack, bis das Ganze denn, bis ich schlafen gehe. Andere nicht, die hatten dann komplett nass alles zum Teil. Aber gut, klar, macht man halt ja in so einem, also ich habe auch mit so einem Wetter überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen. War so auch nicht angekündigt gewesen, aber wie gesagt, so schnell kannst du in den Bergen halt auch umschlagen. Ansonsten war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wie gesagt, man muss sich auf jeden Fall nicht in eine Survival-Situation begeben, wenn es nicht sein muss. Und tatsächlich war das auf jeden Fall eine Kotzgrenze. Wenn wir da geblieben wären, hätte es unter Umständen auf jeden Fall problematisch werden können. Also da die Klamotten ja alle nass waren, Schlafsäcke nass waren, Isomatten nass waren und wir nicht wussten tatsächlich, wie das ganze Wetter sich verhält, ja, hätte es auch böse enden können. Ansonsten in so einer Situation, ich habe ja ein Video rausgebracht, Überleben im Freien, was sich ja genau um so ein Thema dreht, das auf jeden Fall mal angucken, dass man im schlimmsten Fall auf jeden Fall überleben kann. Ganz wichtige Sache. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Barney, du kennst das Video noch nicht, weil es noch nicht da ist. Nein, aber ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Es war wirklich sehr viel Kraft, sehr viel Schweiß und sehr viel Willen notwendig, um das für euch bereitzustellen. Also würdigt es würdevoll. Ja, auf jeden Fall. Ja, also tatsächlich, aber wir wollten halt auch tatsächlich, man hätte jetzt auch das Video gar nicht veröffentlichen können, aber ich glaube, es war auch wichtig gewesen, einfach mal zu zeigen, hier, es ist nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, so Survival oder Outdoor-Videos, machen ja manche YouTuber, ja, stellen ja nur die schönen Sachen irgendwie hoch, aber tatsächlich muss man auch mal das hochladen, wie es tatsächlich manchmal realistisch ist, wie es tatsächlich denn abläuft. Und daher, ja, Kanal abonnieren nicht vergessen, Video teilen und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Durchhalten.